Sydney Smith ist 8 Jahre alt, als ihr zum ersten Mal ein toter Mensch begegnet. Sie ist auf Sommerurlaub mit ihrer Mutter, die beiden sind im Kaufhaus. Sie geht gelangweilt in die Bettenabteilung und dort liegt ein Mensch, regungslos und wie sich später herausstellt, tot. Und ihre Mutter versucht, sie ein bisschen abzulenken, versucht ihr etwas Gutes zu tun und kauft ihr einen Playmobil-Krankenwagen. Und Sydney freut sich wahnsinnig. Sie findet das alles eher aufregend als wirklich schlimm und freut sich, weil so etwas gibt es normalerweise nur zu Weihnachten. Und die Mutter dreht auf der Rückfahrt das Radio laut auf und sagt, vielleicht lass uns ein bisschen singen. Und Sydney fragt, warum? Ja, weil das befreit. Ich bin 10, als ich zum zweiten Mal einen toten Menschen sehe. Da ist nichts, was befreit. Da wird nicht zur Radiomusik gesungen. Diesem traurigen Ereignis beginnt das Buch Bärenfüttern verboten von Rachel Elliott. Es ist erschienen im Mare Verlag und die Übersetzerin ist Claudia Feldmann. Sydney Smith verliert also in diesem Sommer als 10-Jährige ihre Mutter und danach hat sie eine schwierige Kindheit. Der Vater ist so tief in seinem eigenen Schmerz versunken, dass er für sie und ihren Bruder Jason nicht so da sein kann, wie er es gerne würde. Er spricht regelmäßig mit seiner verstorbenen Frau in Gedanken und Sydney trägt diesen Schmerz ihr halbes Leben mit sich herum. Und wir treffen Sydney wieder, als sie 47 ist und eines ihrer großen Hobbys ist, eine Freerunnerin zu sein. Und wer das jetzt nicht kennt, das ist ein Mix aus Bodentouren, Sprüngen und Parcours, oftmals auf Dächern hoch oben über der Stadt. Das ist das Einzige, wo sie sich wirklich frei fühlen kann. Und sie kehrt zurück an den Ort, in dem sie ihre Mutter verloren hat, nach St. Eve, den sie über 30 Jahre lang gemieden hat. Und ihre erste Sichtung dort findet natürlich auch auf einem Dach statt. Und die Dorfbewohner gewöhnen sich auch relativ schnell daran, dass da plötzlich eine Frau ist, die über die Dächer läuft. Und in dieser Stadt begegnen wir und Sydney ganz unterschiedlichen Menschen und ihren Erzählstimmen. Und sie, diese eigenwilligen, sehr, sehr bunten Menschen, haben mit ihren Eigenheiten und Macken mein Herz wirklich im Sturm erobert. Und man könnte jetzt nach diesem wirklich traurigen Anfang, wo ich wirklich auch schon wieder mit den Tränen kämpfen musste, denken, dass es ein sehr, sehr trauriges Buch ist. Und es ist ein Buch über Trauer und Verlust. Aber es ist absolut nicht nur traurig, denn es lehrt uns gleichzeitig so viel über das Leben. Es sagt uns, es ist nie zu spät, aus gewohnten Bahnen auszubrechen. Und dass wir uns auch nach langer Zeit noch lösen können. Es ist so ein Buch, das einem das Gefühl gibt, umarmt zu werden, eine Hand auf dem Rücken zu spüren. Everything's gonna be all right. Alles wird gut. Und gerade in diesem doch sehr unruhigen und fordernden Jahr 2020, glaube ich, ist es noch wichtiger, eine solche Lektüre zu finden. Denn es ist ein Buch, bei dem man nach dem Lesen ein Stückchen mehr Hoffnung im Leib hat. Und von Hoffnung kann man schließlich nie genug haben.